Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Age of Empires 4. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Belagerung von Worcester erfolgreich durchgeführt und haben uns vorher gut Zeit gelassen, unsere Armee und Wirtschaft aufzubauen, unsere Verteidigung aufzubauen für eventuelle Angriffe, was am Ende dann doch gar nicht mehr notwendig war, weil unsere Armee einfach zu stark war. Besonders die Ritter haben wirklich viel weggehauen und die Treebox haben den restlichen Schaden verursacht über die Ferne. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal, wie es weitergeht. Als die königstreuen Truppen Johanns die Burg Rochester unterminierten, schien das Schicksal der Rebellen dort besiegelt. Binnen Tagen kapitulierten sie. Doch die Rebellenbarone waren noch nicht erledigt. Ihr Verbündeter, Prinz Ludwig von Frankreich, schickte eine Invasionsstreitmacht, um beim Sturz König Johanns zu helfen. Im Herbst 1216 erkrankte der König an der Ruhr und verstarb. Sein erst 9-jähriger Sohn wurde als König Heinrich III. Gekrönt. Jetzt lag es am Regenten des jungen Königs, dem 70-jährigen legendären Ritter William Marshall, die Krone zu beschützen. Er stand vor einer fast unmöglichen Herausforderung. England war im Zerfall begriffen. Rebellen nahmen Siedlung um Siedlung ein. Doch William Marshall wartete den richtigen Augenblick ab, um die Rebellion niederzuschlagen. Im Mai 1217 bekam er die Gelegenheit, auf die er gewartet hatte. William erfuhr vom Plan der Rebellen, die Burg von Dover und die Burg von Lincoln gleichzeitig zu belagern. Als die Kräfte der Rebellen zersplittert und geschwächt waren, führte William Marshall seine Royalistenarmee nach Lincoln. Die Burg auf einer Seite der Stadt wurde noch von den Royalisten gehalten, unter ihrer unbeugsamen Anführerin Lady Nicola de la Haye. Doch die Straßen der Stadt waren bereits in den Händen der Rebellen. Am 20. Mai 1217 traf die Entsatzarmee unter William Marshalls Kommando ein, um die Stadt zurückzuerobern. Die Zukunft Englands hing von dieser Mission ab. Die zweite Schlacht von Lincoln, 1217. Rebellische Barone und ihre französischen Verbündeten belagerten die Burg bei Lincoln. William Marshall war als Ritter des Königs damit beauftragt, die Stadt mit Waffengewalt zurückzuerobern. Ja, William Marshall dient hier quasi als Schirmherr des Königs, weil der gerade erst 9 Jahre alt ist und Nachfolger von seinem verstorbenen Vater ist. Natürlich auch keine schöne Aufgabe hier für den William. Burg Lincoln, 1217. Königstreue Truppen hielten die Burg bei Lincoln, während sich die Stadt in den Händen der Rebellen befand. Die Verteidiger mussten die Burg halten, bis Verstärkung unter dem Befehl des königlichen Ritters William Marshall eintraf. Wir geben unser Bestes. Ich würde erstmal schauen, dass wir hier wieder einige Bogenschützen ausbilden, definitiv. So eine Rückenstellung können wir produzieren mit 300 Steinen. Würde ich hier die Mitte nehmen. Und
so viele wie möglich von den Bogenschützen hier auf den Mauern platzieren. Wir haben kaum Rohstoffe. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir uns hier ein bisschen westlich ausbreiten. Wir haben halt auch kein Dorfzentrum. Das heißt, wir können keine Dorfbewohner nachproduzieren. Wir haben wirklich nur das, was uns zur Verfügung steht hier. So, hier haben wir 12. Stocken wir das mal auf 15 auf. Dann kommt schon der erste Rambok. Den müssen wir mit unseren Truppen zerstören. Die machen nämlich zu viel Schaden sonst. Okay, schnell wieder rein. Ja, ein bisschen Holz können wir sammeln hier in der Burg. Ist aber nicht allzu viel da. Hier haben wir noch einen Baum. Okay, der nächste Angriff kommt. Da kommt ein Rambok wieder. Wir kommen jetzt natürlich von der blöden Seite hier. So, da kommt schon der nächste Rambok. Bleiben wir direkt mal draußen hier. Da kommt auch schon wieder ein Rambo. Vier Krieger haben wir verloren. So, ne, das sind Lanzenträger. Von den Waffenknechten wollte ich welche haben. Okay, ihr rennt raus zum Holz sammeln, das ist ja auch mutig. Wieder ein paar Bogenschützen nachproduzieren. So, kommt man erstmal wieder rein hier. Und ja, vielleicht sollen wir noch ein Kloster bauen. Das ist ja natürlich auch kein Platz für so richtig. Ja, wir versuchen mal ein bisschen drauf zu achten, dass wir auch wieder reparieren. So, 30 Sekunden müssen wir gleich noch durchhalten. Dann sollte die Verstärkung eintreffen. What will come?
Schiffes, der Richard. Sehr schön, Leute. Ihr macht das gut. So, da kommt schon wieder der nächste Rambock. So, William Marshall ist eingetroffen. Der königliche Ritter William Marshall mit seinen Truppen ein. Obwohl weiterhin erbittert gekämpft wurde, gab es jetzt Hoffnung für die Armee des jungen Königs. Um die Stadt rund um die Burg zu befreien, befahl William Marshall den Männern des Königs, die militärischen Gebäude der Rebellen zu zerstören. Okay, wir bekommen auch endlich eine Wirtschaft hier unten. Streitkräfte wurden in der dem König weiterhin treuen Stadt Stowe empfangen. Okay, den müssen wir zerstören hier, die Mangel. Natürlich auch den Rambock. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal direkt so versuchen sollten. Die paar Militärgebäude der Rebellen zu zerstören. Ich meine, Ritter sind ja auch gut stark. Stört zumindest schon mal das Dorfzentrum. Okay, hier sammeln die sich schon wieder. Der Turm muss auf jeden Fall auch weg hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gehen. Und hier die Ritter sind wirklich wieder sehr stark. Die hauen einiges weg. So, das kriegen, glaube ich, unsere Bogenschützen hin hier. So, wie sieht es hier aus? Sollten wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Auch wenn wir oben schon ordentlich was weghauen. So, Holzfäller brauchen wir noch einige. Die königlichen Truppen rissen die Befestigungen der Rebellen nieder und schwächten so die militärische Stellung des Feindes. Die Burg stand nun vor einem neuen Angriff durch die französischen Verbündeten der Rebellen. Okay, diesmal von der anderen Seite. Okay, geht jeder mal hier auf die Seite rüber. Und ich glaube, wenn wir die Militärgebäude hier noch zerstören, dann können wir uns hier auf den Westen, Süden konzentrieren. Wo
Wollten die Männer des Königs die französische Belagerung aufheben, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die feindlichen Festungen im Umland Lincolns zu zerstören. Ja, darum kümmern wir uns dann natürlich auch noch, aber dann sollen wir uns jetzt erstmal in Ruhe aufbauen. Schon mal ganz gut abgewehrt und ihr könnt dann mal hier auf die Mauer kommen. Hier haben wir noch einen Dorfbewohner. Kannst mal ein bisschen die Mauer noch mal reparieren. Ja Leute, steht da nicht so rum. Was? Die Militärgebäude müssen fallen. Königstruppen hatten die Kontrolle über die Stadt fast wiedererlangt. Die Armee des Königs machte das letzte Militärgebäude der Rebellen dem Erdboden gleich. Doch die Franzosen setzten ihre Belagerung fort. Hier noch zu reparieren. So, dann zieht euch mal erstmal zurück. Ihr könnt erstmal reinkommen hier. Müssen wir darauf achten, wo die jetzt genau angreifen werden. So, auf jeden Fall ein paar Truppen ausbilden hier. Ich denke mal, die werden eher von Süden hier kommen. Okay, brauchen wir hier irgendwas reparieren? Da den Turm noch. Gut, Leute. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde hier ganz gerne noch ein Kloster drin haben. Um hier Priester auszubilden, die unsere Truppen noch mal hochheilen. So, der Angriff kommt. Und ich glaube, wir sind schon ganz gut aufgestellt hier auf der Seite. Das ist natürlich ärgerlich hier mit dem Belagerungsturm. Sollten wir unsere Truppen vielleicht hier vorne stehen haben. Für solche Belagerungswaffen. Hier bilden wir auf jeden Fall schon gut Truppen aus. Ja, Ritter sind wirklich super. So. Ach, ich würde die ganz gerne noch hier drin behalten. Vielleicht können wir hier auch nochmal einen Stall bauen. Freck
What shall each do? Spearmen, Ferenda. Oh. Who stated Dwindler? Spearmen. So, Nahrung brauchen wir ein bisschen. Das wird uns knapp. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir den Französen ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen. Ja, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.